Es ist mal wieder Zeit für eure Kommentare. Diesmal geht es um die unter dem Video Bundesliga 29. Spieltag Portrait bei SpongeBob und dann um die unter dem Video eure Kommentare 23. Ich weiß was noch Witzigeres als 24. Ach ja, was denn? 25! Ich glaube, das war die letzte Episode. Was ein unnötig langer und komplizierter Satz. Und jedenfalls geht's los mit einem kleinen Aufreger, weil ich die Kommentare dieser Art jetzt nicht unbedingt oft, aber doch irgendwie regelmäßig bekomme. Also in dem Fall hat jetzt einfach T. Sandri geschrieben: Kannst du bitte aufhören, so viel am Ende zu reden? Das fuckt ab. Die klare Antwort darauf lautet natürlich nein. Ich finde es auch ziemlich dreist zu sagen, mich stört das. Viele andere wahrscheinlich nicht, denn ich bin der Einzige, der das kommentiert. Deshalb mach das doch bitte anders. Und mal abgesehen davon verstehe ich auch nicht, wo das Problem ist, einfach das Video auszuschalten. Also wenn dich das nicht interessiert, dann hörst du dir halt nicht an. Keine Ahnung. So, ich meine, lass es doch einfach. Gott. Manche Menschen auf dieser Welt sind wirklich unglaublich dreist. Machen wir weiter mit einer etwas erfreulicheren oder ziemlich lustigen Sache eigentlich. Wonders of Mother Nature, Englisch, schreibt: Mach Wolfsburg, du Fußballerassist. Aber dann hat ihn Arnon aufgeklärt und gesagt, dass Vereine ganz klar Geschlechter symbolisieren und keine Rassen. Und das ist deshalb, dass er deshalb Wolfsburg zeigen soll. Der Fußballsexist, der es natürlich komplett einfach nicht verstanden hat. Ich glaube, Wonders of Mother Nature versteht es bis heute nicht. Aber gut, irgendwie ist es witzig. Dann Regina Grothoff, keine Ahnung. Denkst du, dass Paderborn, nachdem die abgestiegen sind, direkt wieder aufsteigen? Vielleicht steigen sie, also entweder sie steigen wieder auf oder sie steigen direkt nochmal in die dritte Liga ab, weil Paderborn länger als ein Jahr in einer Liga, das geht nicht. Das haben die letzten 5 oder 6 Jahre nicht gemacht. Das ist einfach gegen deren Vereinsmotto oder Vereinsprinzipien. Das machen die. Das machen die hier nicht. Das machen die einfach nicht. The Grey Lady. Komisch, das Bild ist ja gar nicht grau, das ist ja blau. Mensch. Wartet immer noch auf ein vollständiges Outro. Du. Da kannst du aber lange warten. Gamebro, ich finde, Schmelzer hat einen Clip verdient. Hashtag BVB-Legende. Cooles Video. Ich finde auch, dass er einen Clip verdient hätte. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so wirklich dran gedacht. Das war tatsächlich ein Fehler von mir. Vielleicht hätte ich einen gefunden. Wenn er noch ein Tor macht, dann kriegt er noch einen Clip, ja. Ja, und den Kommentar wollte ich einfach nochmal ganz kurz zeigen. Kiritisuk, leider sind sie viel zu alt und unansehnlich für meinen Strand. WTF und sowas in der Kinderserie. Ja, es ist halt gerade in den ersten Staffeln von SpongeBob so gewesen, dass da auch mal Gags für, sag ich mal, ein erwachsenes Publikum waren, was auch Gags waren, was jetzt auch nicht unbedingt die minderjährige Zielgruppe direkt verstanden hat. Also ich habe immer wieder, als ich älter geworden bin, gemerkt, wenn ich SpongeBob nochmal geschaut habe, da waren auf einmal Dinge, die ich davor nicht so wirklich wahrgenommen habe. Und ich finde es schade, dass die neueren Episoden das nicht mehr haben. Also da sind die Figuren sehr viel oberflächlicher dargestellt. Da kommt sowas leider nicht mehr vor. Jokey Zockey, ich hoffe, dass nicht. Leute, wie wär's eigentlich mit Namen, die man aussprechen kann? Ich, Schalke-Fan mit quasi Glatze, wo ist mein Hammer? Ich muss meinem Sack seinen Verein zimmern, genau. Also nicht nur sportlich gesehen, sondern auch finanziell und auch so anders ist Schalke gerade wirklich schlecht dabei bei der ganzen Sache. Und ich sag das jetzt nicht mal so wirklich schadenfroh, weil ich das irgendwie schade finde, wenn mit Schalke irgendwie was Schlimmeres passiert, so Bankrott oder irgendwie, weiß ich nicht, Sport, also Abstieg wegen Geld fehlt oder sowas. Florian, na endlich mal ein Name, den man aussprechen kann. Das war's dann auch mit dem 29. Spieltag, also Zitat von mir im Outro. Köln gegen Robbie Bubble, finde ich auch gut. Am I a joke to you? Ja, klar. Ich kann auch mal jetzt ganz offen und transparent erklären, warum ich die Montagsspiele weglasse. Also, wie jetzt ja auch mittlerweile bekannt ist, ist es jetzt nicht unbedingt mein Anspruch, dass ich jedes Spiel eines Spieltags unbedingt immer darstelle. Also, es fehlen schon irgendwie immer so 2 bis 3 Begegnungen. Einfach aus dem Grund, dass ich mir nicht immer irgendeinen Clip aus den Fingern saugen möchte. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ich will einfach nicht erzwingen, dass ich Clips finde und dann sind die schlecht. So, deshalb, wenn mir was einfällt, dann nehme ich das gerne. Und wenn halt nicht, dann nicht. Und Wolfsburg ist nochmal so ein anderes Thema. Wenn ein Montagsspiel ist, dann ist es halt folgendermaßen. Ich bringe meine Videos immer am Montag um 18 Uhr. Das geht logischerweise nicht, wenn ich aufs Montagsspiel abwarte. Und wenn ich das dann tue, also ich würde abwarten, dann gucke ich mir das Montagsspiel an und das ist irgendwie total langweilig. Gut, das war jetzt nicht der Fall, das wusste ich ja davor nicht. Und dann wird es irgendwie total langweilig und dann bringe ich keinen Clip. Dann fragen mich die Leute immer, hättest du das Montagsspiel abgewartet und keinen Clip gebracht? Sag mal, what the fuck? Deshalb ist mir das Risiko einfach ein bisschen zu hoch. Oder anders gesagt, wenn ich aufs Spiel warten würde, müsste ich dann zu dem Spiel einen Clip bringen und das möchte ich ja eben einfach nicht. Also ich möchte ja nicht erzwingen, irgendwelche Clips zu finden. So, und deshalb lasse ich es einfach ganz. Boskowski fragt, wer nochmal der Matchwinner beim Spiel BVB gegen Inter war. 3:2 für unsere BVB! Torschütze! Der Spieler mit der Wumms! Ausschlag!
gefragt, ob er ins nächste Kommentar-Reaktionsvideo kommt. Ja. Aber nein. So, meine lieben Freunde des Weißweins, jetzt kommen wir zu den Kommentaren unter dem Video, eure Kommentare 23, und da fangen wir an mit Eise123, der oder die hat geschrieben, dass sie oder er immer noch Züge mag, wie bei der Kommentarfolge 3 oder 4, und das freut mich hier riesig. Ja, das tust du. Niklas Bayern-Fan fragt, ist für dich die Meisterschaft schon gelaufen? Natürlich nicht. Also ich gehe felsenfest davon aus, dass Bayern nochmal 7 Punkte liegen lässt und dass Dortmund alle Spiele gewinnt, was natürlich vollkommen selbstverständlich ist, weil wir nur noch gegen Losermannschaften spielen. Vor allem diese am 33. Spieltag ist ja praktisch, ist ja ein Freilos. Diese Mannschaft kenne ich nicht mal. Und deshalb, Dortmund wird auf jeden Fall noch Meister. Also in dem Sinne, ja, die Meisterschaft ist für mich gelaufen. Tut mir jetzt leid, ich sehe, du bist Bayern-Fan, dass es diesmal nicht geklappt hat. Aber vielleicht nächstes Jahr. Meme Gaming sagt erstmal, dass nach diesem Video deutsche Panzer empfohlen wurden und fragt mich, ob ich was damit zu tun habe. Habe ich tatsächlich. Meine Videos werden von YouTube als so dermaßen heiß eingestuft, dass YouTube wahrscheinlich auch denkt, dass ich sowas wie Panzermunition bin oder meine Videos. Und dementsprechend muss diese Panzermunition dann verfeuert werden und deshalb werden danach Panzer empfohlen. Es ist die einzige logische, plausible... Mir fällt nur die ein. Hardware schreibt, wenn ich Top-Kommentar werde, verlose ich FIFA 14 für die PS3. Alter, jetzt gönn mal bitte nicht so viel, ja? Ich mache dann eine Kooperation mit Vollsuff. Das wünscht er sich schon lange mit mir. Obi-Wan Kenobi schreibt, Wolfsburg? Nie davon gehört. Tja, ich auch nicht. Max der Echte kommentiert, irgendwann gibt es mal eine Sammelklage von gekränkten Mitgliedern eines Vereins, der nicht existiert, an dich, weil du sie nicht in deinen Videos erwähnt hast. Ein Urteil kann dann aber nicht gefällt werden, da die Richter nicht wissen, um welchen Verein es sich überhaupt handelt. Ich lasse es einfach so stehen. Ich fand den Kommentar einfach erwähnenswert. Irgendwie auch lustig. Naja, und passend dazu haben wir hier mal wieder einen Roman von Marco Jäger, den ich diesmal absolut nicht bereit bin vorzulesen. Aber ich wollte einfach mal die Antwort in diesem Kommentar zeigen, die da nämlich ist. Von Annalena Sikander, Wolfsburg ist der letzte Dreck. Das ist in etwa so, als wenn euch eure Freundin so einen riesigen Text schreibt und ihr antwortet einfach mit ja. Also so in etwa ist das irgendwie. Gut, Leute, wie immer, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall dieses saugeile T-Shirt. Aber außerdem auch noch... Alter, wird die Kamera hell. Okay, außerdem auch noch...